Ich hätte ja gerne gesehen, ob es tatsächlich funktioniert, dass wenn da ein Flussbaum aufkreuzt, es angezeigt wird. Also wie schnell vor allen Dingen, ne? Bei den Insekten habe ich eigentlich gesehen, dass es relativ schnell funzt, dass die dann ganz plötzlich aufploppen, aber da dachte ich dann auch meistens, ja, das ist, weil ich jetzt auch erst in die Reichweite gelangt bin. Jetzt konnte ich bei den Bäumen gar nicht testen. Ich hatte hier alles hier ringsherum abgeholzt. Und jetzt bin ich schon wieder voll. Da vorne am Eingang, da war um einiges mehr los. Da hat das viel schneller funktioniert, das Abholzen und das Neuspawnen von Flussbäumen. Aber hier in der ganzen Gegend waren es auch eher die ganz kleinen Bäumchen. Also die Babybäumchen. Das heißt, ich habe einmal dran gehackt und da war das Ding schon hinüber. Die waren tatsächlich an manchen Stellen, wo ich mir denke, ja, da sind die Leute wahrscheinlich tatsächlich vorbeigelaufen, weil man es so schwer erkennen kann. So, da würde ich jetzt das Holz direkt verkaufen, damit ich mir gar nicht erst einen Stress mache. Du bist eine. So, nee, die brauche ich für Gläser. Das brauche ich. Haben. Ah, hier ist noch was zum Verkauf. Und das ist auch zum Verkauf. Gut, hätte ich denn. Ja, ich habe noch genug Platz für die Feuersonnen, denke ich doch. Raus, raus, raus. Raus. Oh. Da ist schon rum. Mit raus, raus. So, Goodie. Da kann ich immer noch nicht alles rauspfeffern. Ja, eine Wünschelrute reicht eigentlich. Hier kann ich schon wieder Dinge tun. Einen ganzen Baum. Na, hab's bei. Letztens habe ich vergessen, dass es Hacken bzw. es Recheln ja auch Samen oder dergleichen rausploppen lassen kann. Da hatte ich doch tatsächlich Nielka, hatte ich ihre heißgeliebten Karottensamen, habe ich ihr abgeluchst. Ich habe es dann wohlweislich auch verschwiegen in dem Moment. Ich dachte mir, ja, ich muss die jetzt nicht unbedingt wissen. Das war nicht gewollt. Huch. Ich hab keinen Platz. Das ist mal wieder ganz was Neues. Keinen Platz zu haben. Hör mal auf, ich brauche Reparaturkits sowieso. Obwohl, das verbraucht ja weniger Ressourcen, als es, dass es am Ende dann eben raus schmeißt. Warte mal, ich habe von denen jede Menge Bretter. Oh, reicht gar nicht. Reicht nicht. Das hier, das, nee, das ist wichtiger. Das ist wichtiger. Hätte ich, ja. Die Hacke ist dann nicht so tragisch. Da habe ich noch gar nichts gepflanzt. Oh, ja, das.
Jetzt kann ich aber wieder rauspfeffern, ja. Okay, das jetzt nicht mehr. So, ach, das ist ja doch noch schon. Warum geht das nicht? Ich habe doch auf 1 gedrückt gehabt. Ich meine, gut, da war nichts, aber warum hat das dann nicht umgestellt? Ja, weil da nichts war. Also ich bin eigentlich ganz froh mittlerweile, dass es gar nicht so viele Felder gibt. 9 Felder reichen eigentlich dafür, dass ich sowieso ständig voll bin. Also wenn sie tatsächlich die Felder aufstocken von der Anzahl her, dann hoffentlich gleichzeitig mit größerem Thron. Sonst wird das echt tragisch. Ich kann doch die Finger nicht weglassen. Da muss ich mir wirklich tatsächlich Leid antun und muss mich überwinden, die Felder abzubauen. Oder dann halt irgendwas anpflanzen, was von der Dekoration her noch so aussieht, dass man es auch stehen lassen kann. Und vor allen Dingen das dann weiter wegstellen von meinem Feld. Also von meinem eigentlichen Ackerfeld. Damit ich da bloß nicht dran gehe. Weil ansonsten kann ich für nichts garantieren. So. Jo, hab keinen Platz. Pass mal auf. Wenn ich das hier rausmache, kann ich dann wenigstens den Krempel da noch reinschmeißen. Jo. Dann könnte ich eventuell. Warte mal. Da habe ich auch noch ein paar. Das war's aber dann auch schon. Könnte ich dann zumindest noch den Dünger hier reinpfeffern? Jo. Oder auch nicht. Achso, geht ja nicht. Haha. Ah, das hätte. Das ist gerade noch so. Aber gerade so. Wie abgemessen. So, bloß schnell weg hier. Schlimm. Stimmt. So, bevor ich jetzt hier wieder gehe, erstmal gucken. Nee, will keiner was. Guti. Jetzt gehe ich nämlich noch zu Seki, dem das Flussbrett geben. Dann habe ich bis Freitag, Samstag, Sonntag, habe ich bis Sonntag noch Zeit, dem tatsächlich 4 Geschenke zu übermitteln. Zu überreichen. Heute dann eben das Flussbrett. Morgen möchte er dann eine Auster. Ich bin heute großzügig. Ihr kriegt ein Flussbrett. Ein Strömungsbrett heißt das, glaube ich, oder? Tatsächlich Strömungsbrett. Der kriegt ein Brett. So, der ist jetzt in die Uhrzeit in der Kneipe vermutlich. Eventuell schon auf dem Weg nach unten. Ich werde aber versuchen, unten nicht hinzugehen, sonst gebe ich wieder Geld aus. Wenn ich den einen Teppich nämlich sehe, dann kann ich wieder nicht an mich halten. Diesen halbrunden Mondzucht, irgendwas.
Dachchen. Mit dir habe ich auch schon länger nicht mehr gesprochen. Ich muss mich mal wieder um die NPCs kümmern hier. Ich habe Subira schon eine ganze Woche nicht angequatscht, glaube ich. Also ich kann mich nicht erinnern, weil ich das das letzte Mal gemacht habe. Wahrscheinlich genau deswegen. Ah, weil ich eben so selten mit ihr rede. Oh, ich bin unironischerweise ganz erfreut, dich zu sehen. So, du kriegst von mir erst das Brett und dann frage ich dich, was du gern hättest. Hey, die habe ich gesucht, also wirklich zugehört? Hm? Ich bin gerührt, aber ich werde sie trotzdem verkaufen. Ja, mach doch. Geschenkt ist geschenkt, da kannst du machen, was du willst. Zurücknehme ich, ne? Ich habe gehört, dass es in diesen Gewässern einen Fisch gibt, dessen Gewicht man mit Gold aufwiegen kann. Goldlachs, ja. Bring mir so einen Fisch und du wirst belohnt werden. Mit Dankbarkeit. Wie läuft es so mit dem Natteröl? Ich benutze dein Schlangenöl nicht. Meine Mama hat mir dieses Schlangenöl verkauft und wenn es gut genug ist für sie, dann ist es auch gut genug für dich. Say hi to Ashay for me. Ach, sie wollte ja Dornblumen-Dingensröschen. Ja, du siehst ja heute so niedlich aus. Bin durch den Busch gerobbt, da bin ich ganz zerzaust, ne? Hast du heute gute Laune? Du strahlst hier für mich. Ach, so sehe ich eben aus, wenn ich dich sehe. Oh, dann wären wir schon mal zwei. Ich kann nicht aufhören zu lächeln, wenn du mir über den Weg läufst. Wie geht's dir heute? Großartig. Deine positive Art gefällt mir. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber als Kind war ich sehr krank. Meine Eltern hätten nicht gedacht, dass ich so lange überleben würde. Aber wenn man jeden Tag als Geschenk ansieht, naja, die Welt bedankt sich dafür auf ihre Art. So, jetzt kriegst du erst dein Röslein. Oh, die sind perfekt. Hast du sie für mich gepflückt? Ja, diesmal schon. Tatsächlich. Für jedes Möbelstück, das ich herstelle, pflanze ich einen neuen Baum. Kannst du mir Eicheln mitbringen, falls du unterwegs welche siehst? Ja, nicht. Ich gehe jetzt nach Bahari. Ich gehe Tannenmeucheln. Hab ich denn einen. Ja, hab ich. So, jetzt irgendwo ein Viech. Viech. Kein Viech. Kein Fisch und kein Viech. Dann gehen wir mal gleich nach Bahari. So, wo fange ich denn an? Am besten. Achso, ich muss ja sowieso erst rüber und dann kann ich mir aussuchen. Muss ich halt um den Berg rumrennen. Was auch immer das ist. Wenn es jetzt ein blauer, stinkiger Käfer ist. Okay. Witzig. So, jetzt gehe ich erst nach dem Viech gucken. Okay. Der Stingi. So, kann ich mal zurückrennen? Der rennt dran vorbei. Hat er den Ton ausgeschalten? Ach so, hier ist. Was ist denn das für Viehkram? Okay. Der ist ziemlich nah am Pfad.
Der hat schon verscheucht. Da ist bestimmt... Ah ne, hinten dran. Ich dachte, da wären Zikade. Ich dachte eben schon, da wäre was Weißes am Leuchten. Ich dachte eine Dari. Habe ich die jetzt verscheucht? Ja, anscheinend. Gerade eben war sie noch da. Irgendwie habe ich verscheucht. Achso, nee, das war das, was ich wahrscheinlich aus dem Pilz rausgezogen habe. Ich dachte allerdings, das ist eine stinknormale Gottesanbeterin von hier. Wandelnde Gottesanbeterin oder wandelndes Blatt. Ja, egal. So, hier unten könnten ja höchstens noch Schnecken sein, rote Schnecken, die das Item triggern. Korallen sehe ich hier gar keine. Beziehungsweise Muscheln sehe ich auch keine. Doch, da ist eine. Ist ja Nacht, müsste ja eigentlich besser zu sehen sein, wenn die leuchten, ne? Da ist aber anscheinend schon jemand durch.
Die habe ich jetzt erst gesehen und dann oben in der Leiste entdeckt. Das ist ja witzig. Da oben auf die Leiste. Es müsste blinken. Nicht nur grün sein, sondern auch noch blinken dazu für mich. Ah, das hier, das ist wahrscheinlich in der Festung, ne? Oh ne, doch nicht. Dann ist es eine rote. Oder halt so von den Glühwürmchen könnte natürlich auch sein. Tatsache eine rote. Ich machte Moonwalk. Die schnell gemachte Moonwalk. So, wo war denn jetzt der andere hier? Der war hier, oder? Irgendwas habe ich doch vorhin. Nee. Schon wieder weg. Okay. Hab ich verguckt. Oder verscheucht. Das kann natürlich auch sein. Da hockt einer Holz. So, dann würde ich doch glattweg sagen, aktiviere ich das hier. Okay, das sieht gut aus. Nee, das sind Hitzewurzeln. So habe ich ihn jetzt da markiert. Nee, habe ich nicht. Wieso ist da? Ach so, hä?
Die Bäume, die Viecher. Ich finde das witzig. Könnte auch ein Pilz sein. Da hinten sind irgendwelche Ruinen, aber sieht gut aus. Ah ne, das sind bestimmt ein Pilz. Jop. Jup, jup, jup. Oh, Schande. Hab ich doch glatt weg. Nicht gescheit getroffen. So. Warte mal, hier ist noch ein Baum. Oder eine Dari. Also gleich nochmal gucken gehen da oben. Ach, das ist wieder der blöde Baum hier. Ja. Ich höre es, aber man kommt nicht dran. Oh, mit dem. Dann gehen wir mal den Stinky hier noch suchen. Den ich ja so super gut verfehlt habe. Da ist er. Nein. Shit. Schönchen. Thank you. Pulsewater, okay. On my way. Pulsewater Plains. Schild, Schild, Schild. Hideaway. Ja. Wo? Okay, hier sehe ich jede Menge Bäume. Okay. Jupp, jupp, jupp. Sehe ich's. Das ist wieder der, wo da unten auch noch einer ist, oder? Jupp, jupp, jupp. Wonderful. Ach, scheiße. Jetzt habe ich gerade die Ecke entdeckt, die nicht geht. Zwei, drei, vier. Fünf. Sechs.
7 und dann könnte hier noch irgendwo ein Mini gewesen sein, ne? So, warte. Wie sieht es denn hier noch aus? Noch irgendwo Dinge? Nee, das ist da, wo ich herkomme. Da sind ja noch Bäume oder Dinge angezeigt. Ich dachte, sie wollte schon loslegen. Wer hatten da eigentlich gerufen von denen? Quilp? 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 Der rennt da weg in die Richtung, der Quilp. Achso, warte mal. Da ist ja noch einer. Da unten, den markiere ich mal noch. Damit die das noch mitkriegen, den einen da. Der hat ihn jetzt nicht mitbekommen gehabt. Wenn man es weiß, ist ja gut, ne? Ansonsten wird der einem da vielleicht durch die Lappen gehen. Denke, keine Ahnung. 2, 3 haben on my way gerufen und ansonsten haben wir hier mehr Leute rumstehen. Also von daher. Die Hackwut. Habe ich mir das jetzt gegriffen oder? Saki Wolfi. Ach Gott, die arme Maus, die kann hier die ganze Zeit alleine kloppen. Oh, da waren jede Menge Eisenäxte dabei, glaube ich. So, dann würde ich jetzt noch mal in die andere Gegend reisen wollen, weil ich eigentlich eher dunkles Holz brauche. Für einen Grove macht man halt eine Ausnahme, ne? Dachchen. Stinky. Achso, nee, das ist bestimmt. Ja, also, alles klar. Du mich auch. Also wirklich.
Das ist... Oh, sehr schön. Ach nee, Quatsch, das ist der blöde Baum. Nee, gut, dann hat sich's erledigt. Der dusselige Baum. So, renne ich mal in Richtung Tamala. Ich habe noch gar kein dunkles Holz, oder? Nee, Tatsache. Noch gar kein dunkles Holz. Muss ich mal ein bisschen hier was weghacken, ne? Ich renne mal bis zur Küste und wenn da nichts ist, dann teleportiere ich mich wieder nach oben und dann hacke ich ein bisschen durch die Gegend. Das hat ja letztens eigentlich ganz gut funktioniert. Bis auf die Tatsache, dass wir zu dritt waren. Dann ist das halt nicht so furchtbar. Okay. Das ist bitte was? Das ist interessant. Recht. Keine Ahnung. Das ist wieder was. Eine Stelle, wo ich entweder nicht hinkomme. Oder tatsächlich genau die Stelle, wo dieser Flussbaum ist. Der so ganz merkwürdig verwinkelt. Im Ach du Schande, das ist ja... Einer? Zwei! Das war viel für die... Okay, das... Ja, ich sehe es jetzt. Ich sehe es schon. Das ist sowas. Nee. Und das wird wahrscheinlich auch so ein Hitzewurzel sein. Wenn es so nah am Berg ist, ist es vermutlich so eine Hitzewurzel, so eine Felswurzel. 33. Jupp, da oben ist sie. Ist wahrscheinlich eher hinter dem. Das ist ein Pilz. Gehe ich mal schwer davon aus. Das vermutlich auch. Ja, komm. Meine Pilze kann ich gebrauchen. Hab die schon so ewig nicht mehr gesammelt, weil ich mir dachte, oh, brauche ich nicht. Ja. Okay, was ist das? Ah, okay. Gut. Das habe ich mir doch gerade eben gegriffen. Ach so, das ist, weil ich kein... Jawohl, habe ich denn noch eine... Nee, habe ich nicht. Ich weiß nicht, also ohne... Da müsste ich es überblicken. Ohne habe ich da ehrlich gesagt keine Lust. Nee, ohne Wünschelrute. Nee. Wenn wir dann zu mehreren sind, mehrere Augen sehen besser und so, dann ja, aber nee, nicht alleine. Das finde ich jetzt nicht so lustig. Müssen wir gleich mal die Viecher rausschmeißen. Das brauche ich zum Verkochen. Das raus, das raus, das. Das eigentlich auch raus. Gut.
voll. Der ist voll. Ich habe halt so viel Palium, ne? 28 passt genau rein. Ah, witzig. So, wie ist denn das mit den Feuersteinen? Ja, die kann ich rauspuffern. Beim Auf. Mal so rum. So rum. Auch voll. Oh Gott. Ja, weil ich von allem drei hab, ne? Schande. Okay, von was kann ich eigentlich rausschmeißen? Da könnte ich rausschmeißen. Pilze eigentlich auch. Ja, komm. Pfeffer mal da auch mal raus. Nee, das kann ich drin lassen. Na komm, schmeißen wir mal da hin. 100 rein. Ich kann eh nichts arbeiten, das Ding, weil es voll ist. Also dann schmeißen wir dich da rein und dich schmeißen wir hier zurück. Gut. Grüne Perle. Achso, ja. Drei Stück. Kann ich ja dann Tisch mitbringen. Was mache ich denn da? Da sind die ganzen Feuerwerkskörper, ne? Die muss ich an Silvester unbedingt alle verballern. Dann hätte ich nämlich um einiges mehr Platz. Aber immer schön aufgehoben. Für besondere Gelegenheiten, aber das mit den besonderen Gelegenheiten, ja, was für was großartig, ne? Soll ich denn da bitte schön aufbewahren? Ach du Schande, da ist ja auch noch sowas. Nee, erstmal wieder basteln. Super. So, was hätten wir dann gerne? Paliumwaren, Keramik. Bude. So, wo sind denn die... Hier. Müsste eigentlich voll sein, ne? 100? Ja, 7 drüber.
Ich glaube, die Würmer könnte ich mal rausschmeißen, sonst kriege ich ja echt Stress. Das raus, das raus, das raus. Ja, ein Würmchen rausschmeißen. Und Holz raus. Ja, so viel habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe hier von den ganzen Wurmkisten habe ich eine einzige normale Wurmkiste und alles andere sind Glühwürmchenkisten. Wegen des interessanteren Düngers. Beziehungsweise vorher war für mich der Dünger interessant. Mittlerweile finde ich eigentlich die Masse an wie die Vermehrungsdünger oder wie der heißt, fand ich eigentlich noch ein bisschen spannender. Aber dadurch, dass ich jetzt so wenig Platz habe, ist das jetzt auch nicht schlimm. Ach, hier habe ich sogar noch ein Glühwürmchenfarm. Meine Fresse, ey, ich weiß gar nicht, wohin damit? Ah, das wollte ich auch nochmal einer bringen. In der Hoffnung, dass ich das loswerde. Aber ich glaube. Ja, das Ding ist neu. Dieser andere, der da, die Steinchenhaufen. Das wollte er ja auch nicht mehr haben. Genauso wie dieses seltsame Relikt. Hatte ich auch nichts damit anzufangen. Gut, dann noch ein paar von den Flares, von den besonderen Markierungspfeilen herstellen. Oh, wir haben halt Knippel gespielt. War ja eingeladen, haben wir fein gegessen und dann haben wir Spiel gespielt. Und der Hausherr hat dann wohlweislich darauf hingewiesen, dass er so ein schlechter Verlierer ist, dass er uns das nicht antun möchte. Und dann haben wir halt nur zu fünft gespielt. Also nur im Sinne von war cool. Und war sehr lustig. Ich habe beim Kniffel habe ich so gerockt. Und ich habe das Spiel ja schon ewig nicht mehr gespielt. Und dieses ganze Taktik und ja, welches füllt man aus, welches Feld, um vielleicht doch noch die besseren Chancen zu haben. An sowas kann ich mich gar nicht wirklich erinnern. Aber Kniffel war bei uns auch zu Hause nicht so unbedingt das Spiel. Irgendwie nicht. Wir hatten andere Spiele. Mensch, ärgere dich nicht und Risiko und vor allen Dingen, meine Oma hatte ja Rommi und mein Opa. Die hatten Rommi. So, mal. Das war, Kartenspiel war eher so jetzt bei meinen Großeltern das Ding. Bei meinem Vater später dann auch. Aber so Brettspiele, das war eigentlich eher so in meiner Kindheit. Voilà. Ich hatte auch einen richtigen Dusel. Und einer in der Familie, der gewinnt anscheinend immer. Also der ist taktisch und rechnerisch richtig auf Zack. Und gegen den habe ich dann gewonnen. Man merkte es so ein Hauch, ne? Also es nagte nicht jetzt wirklich tief an ihm. Also er hat mir es ja schon gegönnt, ne? Aber man merkt es schon. Er ist so ein bisschen wettbewerbsorientiert. Das mag der schon. Und der jüngere Bruder von ihm war so ein bisschen bedeckt. Weiß ich nicht so wirklich. Hat er sich zurückgehalten, weil er nicht wettbewerbsorientiert ist oder weil er es einfach gewöhnt ist, dass er gegen seinen älteren Bruder bisher keine Chance hatte und deswegen weiß nicht, keine Ahnung. Also er hat schon sich bemüht, aber er ist halt so ein ganz ruhiger. Hey, keine Ahnung. Konnte ich nicht so wirklich einschätzen. Fand ich interessant zu sehen, ob er denn jetzt ein guter Verlierer ist, weil er das ja anscheinend von der Familie nicht gewohnt ist, überhaupt zu verlieren. Das, weiß nicht. War aber spannend. Also das, was ich so in Erinnerung habe, wenn ich mit meinen Cousins und Cousine gespielt habe. Wir konnten, also ich weiß nicht, ich habe da keinerlei Wettbewerbsknochen im Leib irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Ich habe so viel Freude daran, mit denen einfach nur zu spielen und einen schönen Abend zu verleben. Und interessante Spiele hatten wir heute auch. Also noch ein Kartenspiel haben wir auch noch dazu gespielt. Double heißt das, glaube ich. Also das ist so wie Memory, nur mit Karten und Mau Mau, so eine Mischung aus den beiden. So, also nicht Karten ziehen, wenn man etwas gezogen, sondern einfach nur die Karte, die auf dem Tisch liegt. Da muss man dann eben die passende Karte drauflegen und das eben nicht reihum, sondern so schnell wie es nur geht. Und da sind so viele verschiedene Memory-Bildchen drauf. Und da durchzusteigen in dem Moment, ne, das ist schon knifflig. Das war lustig. Wenn man dann mal die Bildchen kennt, ist gut, ne? Aber dann kam man so in Schwung. Das war schon klar. So, aber dass ich dann zweimal hintereinander Kniffel hatte, vor allen Dingen mit Einsern. Und er war ja auch, ich fand das irgendwie lustig, ne? Vor allen Dingen, es geht ja um nichts. Es geht ja nur ums Spiel. Man habt ja nicht um Geld oder was weiß ich, um die Ehre oder irgend so ein Quatsch gespielt. Und ich habe dann einen einzigen. Wie war das? Also, ich habe irgendwas gemacht. Ich glaube, die Straße habe ich gemacht. Eins von beiden und hatte einen einzigen Würfel dann genommen und hätte wirklich den perfekten Wurf landen müssen. Ich hatte also weder, es ist ja bei kleiner Straße, es ist glaube ich von 1 bis 4. Nee, warte mal, doch, Blödsinn. Von 1 bis 5 ist eine kleine Straße und von 6 bis 2 ist es eine große Straße. Und ich hatte. Ich glaube, die 2 hat mir für eine kleine Straße gefehlt. Also ich hatte 1, 3, 4, 5 und musste wirklich die 2 kriegen. Und ich habe dann tatsächlich nur einen Würfel genommen, anstatt alle wieder in die Kiste zu packen, nochmal zu würfeln. Da war der ganz fassungslos, dass ich das mich getraut habe. Und ich dachte, ja, es geht ja um nichts. Also mit Trauen hat da jetzt nicht wirklich was zu tun, ne? Die Wahrscheinlichkeit war sehr gering. Aber es war halt auch irgendwo egal, ne? Und ich hatte tatsächlich den Dusel. Und dann hatte ich den Full House, war fast genauso. Ich hatte zwei Würfel und habe dann beim letzten Wurf, also zwei gleiche Würfel und habe dann beim letzten Wurf habe ich drei richtige gehabt. Das war. Er war ganz platt, der Gute. Der hat das nicht so wirklich fassen können, wie viel Glück ich hatte. Und dann mache ich auch noch zweimal Kniffel. Einmal mit Einsern. Ich fand es lustig. Also, ich habe mich auch über die guten Würfe von den anderen gefreut, aber er war so richtig so, wie spielt denn die? Das kann doch gar nicht funktionieren. Warum funktioniert das bei dir? War lustig. So, Goodie. Oh mein Gott. Guck dir das an. 600 Plätze frei. Allein nur wegen den blöden Quirlen. Heieiei. Und dann sind sie noch nicht mal so wahnsinnig viel wert, ne? Und sie wären noch viel mehr wert, wenn ich damit angeln gehen würde. Oh Gott, ich darf gar nicht dran denken. Ich darf gar nicht dran denken. Nein. Nee, weg damit. Weg damit. Ich darf, wie gesagt, gar nicht dran denken. So. Apropos nicht dran denken. Ich könnte ja eigentlich hier auch den Dünger. Nee, da brauche ich für das nächste Mal brauche ich Dünger. Und. Ja. Okay. Okay. Wie viel habe ich denn da jetzt drin? 200. Ja, das geht, das geht, das geht. Dafür, dass ich halt kaum angel. Ne? Also, den ganzen Krempel hier jetzt, würde ich doch glattweg sagen, wenn ich heute oder morgen nochmal mit der Switch spiele, dann werde ich schlicht und ergreifend mal angeln. So, mir fehlen noch Bannpfeile. Dass die 100 hier voll sind. Habe ich überhaupt welche?
Ja, schön. Sehr gut. Gut, dann haben wir das jetzt auch, ne? Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich habe jede Menge freien Platz im Lager. Das ist ein toller Abschluss. Oh ne, warte, warte. Bevor ich jetzt hier gehe, nochmal kurz nachgucken. Braucht jemand was? Seide. Na, geh mal weg. Gut, jetzt haben wir es.